Day 4. It's the Herald News Show. Good morning. This is the Herald News Show. It's day 4 of the RC3. As you could see, some of my colleagues are still asleep or sipping their first cup of coffee in their bathrobe. I guess the Congress feeling is real. At least I could get some more sleep. As we wake up to day 4, let's take a look back and take a last dip of the Congress feeling. Are there still places you want to visit in the 2D world? Maybe take a walk through the old town of Lübeck in the North Assembly? Or dive into one of the many Bällebad like Semi did? Play a round of tic-tac-toe in the garden? If you totally lost track of all the maps, here's a street overview of all maps that are part of our 2D world. So, what is better to start your morning with some waffles? We have some amazing insights to the Waffle Operations Center and in some waffle making for you. Das Waffle Operations Center, Ock genannt, ist sicherlich eines der beliebtesten und auch das am besten riechendste Ock, was wir hier so haben. Ich bin hier mit L3D und werde mir erklären lassen, wie man Waffeln in die virtuelle RC3-Welt übersetzen kann. Ja, Waffeln in die virtuelle Welt, das ist nicht einfach. Normalerweise sind Waffeln ein absolutes Vor-Ort-Produkt und das in die Cloud dezentral überall hin zu verteilen, war eine echte Herausforderung. Deswegen haben wir im Vorfeld zum RC3 einen Waffelstream produziert, den ihr nun die ganze Zeit über genießen könnt und etwas Waffelprogramm organisiert. Zum Beispiel gab es an Tag 3 einen Waffelworkshop zum Mitmachen. Dezentrales Waffelbacken überall verteilt, über das ganze Chaos hinweg. Und an Tag 1 hatten wir ein Abendprogramm, das aufgezeichnet und mittlerweile veröffentlicht ist. Der Vortrag State of the Waffel, wahre Fakten, heiß serviert und gezuckert. Eine Live-Schalte zwischen der Seabase in Berlin und Chaos West, zusammen mit Einspielern von mir und Venti, der euch vielleicht ein wenig Süßspeisen in euer RC3 verbinden. Das heißt, ihr habt Live-Waffelbacken. Wie bekommt ihr die zu den Leuten ausgeliefert? Dank des wunderbaren Eventphones die Vanity-Nummer WOC bekommen. Das heißt, 962 anrufen und euch Waffelrezepte vorlesen lassen. Oder natürlich auf c3wok.de/rezept oder in der c3wok-Assembly im Word Adventure nachlesen und selbstständig Waffeln backen. Und im Workshop gab es die Möglichkeit, dezentral zusammen Waffeln zu backen. Das heißt, ihr seid auch in der 2D-Welt verfügbar? Wenn ihr in der Lobby seid, geht nach links zur RC3-Orga und dort einfach den Pixelwaffeln folgen. Werde ich auch wieder zufällig angerufen, wenn eine bei der Waffeln fertig ist? Dieses Jahr noch nicht, weil keine Waffeln war fertig, sondern sie waren quasi die ganze Zeit verfügbar im Waffelstream und zum selber backen, aber nie wirklich der Punkt, jetzt sind sie fertig, sondern immer sind sie so Schrödingers Waffel da und nicht da zur selben Zeit. Man weiß es erst, wenn man ins Waffeleisen guckt. Herzlichen Dank, L3D, und zurück zur Herald News Show. Ciao. So,
We had some ups and downs, and not everything was as smooth as some of us did imagine. But as well known, the build-off is never finished until the teardown. A big thank you to all the teams who made this remote experience so amazing. If you want to enjoy last live talks, this is what the Fahrplan looks like for the next hour. The Corona Warn App in Germany has been a big topic this year. Thomas Klingbeil will take a look behind the scenes and talk about the invisible yet important things of mobile app. This talk will happen on RC2. On the Monheim Rhein stage, there will be a talk about artificial intelligence, more like artificial stupidity. That could be interesting. In the meantime, don't forget to be excellent to each other and that the 6-to-1 rule is still valid on day 4. You might get some more sleep if you can, I guess. Have fun collecting badges and finishing the last quest. The Herald News Show will be back in an hour. And there might be a little surprise in our last show today, so stay tuned.